die Skurrilität geht im Wesentlichen um die Abstimmung an sich. Da wurden von über 600 Parlamentarier waren etwa um die 20 anwesend. Die anderen haben Fußball geguckt oder waren auf dem Weg zum Fußball, so scheint es den Eindruck zu haben. Und die haben abgestimmt in zwei Beratungen und eine Abstimmung zu diesem Gesetz. Das Ganze hat 57 Sekunden gedauert. Die Welt hat dazu entsprechendes Videomaterial bereitgestellt, auch über unseren Clipping-Service abrufbar. Gut, man kann sich darüber aufregen und das mit Sicherheit zu Recht, weil natürlich der Bürger hat Verständnis dafür, dass die Abgeordneten lieber zum Fußball schauen gehen, als über so nebensächliche Gesetze wie den Datenschutz der Bürger abzustimmen. Und da hat natürlich auch jeder Verständnis, gerade auch die Piloten, die Fluglotsen, die Polizei, die Feuerwehr, die Krankenschwestern, all die, die in dieser Zeit nicht Fußball geguckt haben, sondern ihren Job gemacht haben, die haben sicherlich Verständnis dafür, dass die Abgeordneten so nebensächliche Dinge wie Gesetzesentscheide da hinten anstellen. Nein, das ist natürlich auch von meiner Seite jetzt deutlich überzogen, weil klar, es können nicht immer alle in allen Themen aktiv sein. Wir haben hunderte von Gesetzen abzustimmen. Da kann nicht jeder über jedes Gesetz sich voll informieren. Das gibt die Masse gar nicht her. Die Frage stellt sich allerdings, warum man eine solch wichtige Abstimmung auf so einen Tag gibt, wo man genau weiß, dass kaum einer da ist. Die Frage stellt sich, warum die Abgeordneten, die Opposition, die jetzt den Mund aufmacht und sich jetzt darüber aufregt, warum die sich nicht vorher zu Wort gemeldet haben, warum die diese Abstimmung nicht genutzt haben, um dort Statements zu geben. Da war es Fußball wohl dann doch wichtiger, jetzt hinterher zu kommen. Also irgendwie, ich glaube, wir haben doch einige Defizite in unserer demokratischen Gestaltung momentan. Und da hat Gauck auch wieder mal die Aufgabe, vielleicht das eine oder andere Mal in die richtige Richtung zu rücken. Sei es so, schauen Sie sich an, machen Sie selbst ein Bild davon. Gibt sicherlich immer zwei Seiten einer Medaille, aber es ist schon bezeichnend. Darüber geht es heute auch im Bundestag. Da kommen die Abgeordneten aus dem Urlaub zurück zu Sondersitzungen und es geht um die Bundestagsabstimmung über die Milliarden, die den spanischen Banken zur Verfügung gestellt werden sollen. Und hier sind längst noch nicht alle Fragen offen. Nach wie vor steht die Frage im Raum, wer haftet denn am Ende dafür? Schäuble sagt, der spanische Staat. Die anderen europäischen Institutionen, wie auch Regling vom EMS oder Juncker sagen, nee, Schäuble, das hast du falsch verstanden. Der spanische Staat haftet hier keineswegs. Der spanische Staat ist hier außen vor. Also, entweder erzählt da einer Unfug oder es haben nicht alle verstanden, was sie da jetzt eigentlich beschlossen haben. Das ist eine ausgesprochene spannende Konstellation, dass die Bundestagsabgeordneten über was abstimmen sollen, von dem weder sie selbst und offenkundig auch nicht ihre Vorgesetzten oder besser gesagt ihre Vertreter in Brüssel wirklich verstanden haben, was sie da eigentlich tun. Also das finde ich ausgesprochen interessant, dass man über etwas abstimmt, worüber offenkundig noch Unklarheit darüber besteht, wie es überhaupt ausgestaltet ist. Also hier sollten die Abgeordneten dringend vor einer Abstimmung für Klarheit sorgen und hier Klarheit einfordern und klare Aussagen setzen. Also das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Die Frage bleibt auch, in welcher Form geht denn das Geld an die Banken? Geht das Geld in Form von Krediten an die Banken? Kredite brauchen die eigentlich in der Form nicht. Die bekommen genug Kredite über die Europäische Zentralbank. Also was soll's denn? Was sie brauchen, ist Eigenkapital. Die müssen mit eigenem Geld, mit Eigenkapital unterstützt werden, um sich zu stabilisieren. Ist es Eigenkapital, was wir geben? Das heißt, kaufen wir Aktien dieser Banken? Ist das mit dem ESM überhaupt gedeckt? Oder muss der dazu seine Regeln ändern? Also hier sind sehr, sehr viele Fragen offen, die hier zu beantworten wären, bevor man eine Abstimmung vornimmt. Aber warten wir es ab oder überlässt man dann wieder dem Verfassungsgericht die Entscheidung? Man stimmt mal über irgendwas ab und guckt mal, was das Verfassungsgericht dazu sagt. So kann man natürlich auch Politik machen. Ja, alle Aufregung am Freitag hat nichts gebracht. Der ESM wurde durchgewunken mit 2/3 Mehrheit. Und trotzdem großes Lob an die 26 Abgeordneten der Regierungsparteien, die mit Nein gestimmt haben, auch an die 80 Abgeordneten der Oppositionsparteien, die negativ votiert haben. Aber bei den anderen, man weiß nicht, ob es der Fraktionszwang ist oder ob man es mit James Dean sagen muss, denn sie wissen nicht, was sie tun. Man weiß es nicht, aber wir werden zumindest in der weiteren Zukunft sehen, was die Konsequenz dieser Abstimmung waren. Wir werden es nicht gleich in den nächsten Stunden oder Tagen merken. Wir werden es in den nächsten Monaten und Jahren feststellen, welche Belastungen auf den Bundeshaushalt zukommen, welche Belastungen auf die Steuerzahler zukommen und dass man hier überhaupt nichts gerettet hat. Mit ganz im Gegenteil, dass man hier Deutschland in ein ganz schweres Fahrwasser gefahren hat. Ob die Politiker, die das zu verantworten haben, dann noch in Amt und Würden sein werden oder ob es die Nachfolgenden ausbaden müssen, man wird wissen, bei wem man sich dann zu bedanken hat. Sei es drum, es ist jetzt nur entschieden. Wir können hoffen, dass das Verfassungsgericht hier nochmal einschreitet. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Die Politiker derweil machen Druck auf das Verfassungsgericht. Das ist auch eine schöne Entwicklung, die sich hier abzeichnet.
Alexander Graf Lambsdorff, wenn Sie von dem nichts gehört haben, Otto Graf Lambsdorff ist sicherlich noch ein Begriff, Alexander Graf Lambsdorff, na, ist nicht allen geläufig, FDP-Vorsitzender im Europaparlament, der bescheinigt den Verfassungsrichtern, wenn man es auf den Punkt bringt, keine Ahnung zu haben, ohnehin mit der Materie kaum vertraut zu sein, noch die immer dann die richtige Entscheidung treffen, das sei mal dahingestellt. Naja, das ist ja ein gutes Verhältnis, dass er da pflegt zu unseren obersten Verfassungsschützern. Also das ist doch eine Grundlage für eine vernünftige Zusammenarbeit. Lahmert, der Bundestagspräsident, hat Karlsruhe gleich mal erklärt, dass die ganz bestimmt wissen, wie wichtig das ist, was sie hier abstimmen und dass hier nicht nur um Deutschland, sondern um ganz Europa geht und dass er deshalb zuversichtlich ist, dass Karlsruhe hier nicht nur auf die Verfassungsrechte schaut, sondern ganz bestimmt auch auf die politische Bedeutung und auf was es für Europa bedeutet und dass halt deshalb ganz bestimmt diesen ESM durchwinken wollen. Wollen wir nicht lieber den Richtern überlassen, wie sie entscheiden und sind sie nicht dem Verfassungsschutz verpflichtet, nämlich die Verfassung zu schützen als Verfassungsrichter und das zu beurteilen, was in der Verfassung steht und nicht internationale Politik zu machen, das zu entscheiden, was politisch wünschenswert wäre, sondern das zu entscheiden, was die Verfassung hergibt. Also irgendwie scheinen sich hier die Maßstäbe zu verschieben, es scheint sich hier alles zu verschieben. Im wahrsten Sinn eine verrückte Welt, wo mächtig vieles aus der zentralen Mitte verrückt scheint. Boah, das war eine Woche, oder besser gesagt, das ist noch eine Woche. Erst vor 10 Tagen die Entscheidung der EZB über Anleiheaufkäufe, dann am Mittwoch das Go aus Karlsruhe über den ESM und gestern dann der Paukenschlag, der letzte in dieser Reihe von der Federal Reserve Bank. Die haben ein neues QE3 gestartet, also ein Anleiheaufkaufprogramm mit 40 Milliarden US-Dollar pro Monat bis Jahresende. Aber man hat sich nicht festgelegt, es könnte sogar noch weitergehen und so gesehen ist es dann ohne Zeitziel und möglicherweise sogar unbegrenzt. Die Manipulationen der Banken, das nimmt immer dramatische Auszüge an. Wir hatten immer wieder schon thematisiert, die Manipulationen des LIBOR, des Zinssatzes. Die haben sich die Banken zusammengeschlossen, die haben hier Absprachen getroffen, die haben koordiniert diesen LIBOR falsch definiert. 350 Billionen US-Dollar an, unglaubliche Summe, an Zinsprodukten hängen an diesem LIBOR dran. Hier wurde ein unglaublicher Schaden angerichtet und das in Absprache. Inzwischen berichtet der The Telegraph, dass Ähnliches auch beim Ölpreis passiert ist. CNBC spricht über die Manipulation der Banken beim Silberpreis. Also meine Damen und Herren, da stellt sich doch die Frage, wann hier mal gegen diese Banken zumindest ermittelt wird in die Hinsicht auf organisierte Kriminalität. Ich darf hier vielleicht ganz kurz zitieren, wie organisierte Kriminalität definiert wird. Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn oder Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind, wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen unter Einflussnahme auf Politik, Massenmedien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft zusammenwirken. Meine Damen und Herren, man meint, dass diese Definition nach Erkenntnis über den LIBOR-Skandal und ähnliche Dinge erst geschrieben wurde. Also besser kann man es ja nun wirklich nicht auf die Situation anpassen. Und da stellt sich zumindest mal die Frage, ob es denn sein kann, dass es hier wieder mit einem Bauernopfer, mit einem, der einen Rücktritt erklärt, mit Kotau, mit Kronzeugenregelung, mit den Überlegungen, na ja, das tut uns ja alles ganz fürchterlich leid und wir werden das künftig nicht mehr tun, wir machen auch eine Strafzahlung, ob es damit getan ist oder ob wir hier langsam mal in die Richtung organisierte Kriminalität zumindest ermitteln sollten. Also das sind Dinge, die hier sind wirklich nicht mehr zu akzeptieren. Jeder Geschäftsführer einer GmbH, der wäre längst im Knast gelandet und hier ist es mal wieder too big to fail. Hier will wir das Image der Banken niemand ankratzen. Die haben ja so einen guten Ruf, den darf man nicht stören. Also da muss man sich wirklich fragen, wer regiert eigentlich hier noch Deutschland? Wer regiert noch Europa? Wer regiert noch die internationalen Staaten? Ist es wirklich die Politik oder ist es mittlerweile die Finanzwelt, die hier die Regierung treibt? Die Frage nach einem Trennbankensystem, hier wirklich die Banken in ihre Bestandteile zu zerlegen, in die eigenen, die Geschäftstätigkeit machen und die reale Wirtschaft mit Kreditvergabe etc. unterstützen und das Bankgeschäft der alten Gattung betreiben und denjenigen, die Investmentbanking und andere börsengetriebene Geschichten treiben, diese Trennung, die es auch in Amerika lange, lange Jahre gegeben hat, die aber durch die Lobbyarbeit wieder aufgebrochen wurde, ob das nicht wieder eingeführt werden sollte oder gar eine Zerschlagung der Banken in Einheiten mit Beschreibungen
beschränkter Macht, die eben nicht mehr so groß sind, dass sie too big to fail sind, die nicht mehr so groß sind, dass sie alles machen können, was sie wollen, weil man sie bloß nicht ankratzen darf. Vielleicht sollte man sie dann wieder in Einheiten zerlegen, die man handeln kann, die kontrollierbar sind und deren Macht nur begrenzt ist. Überhaupt ist die Frage, die Finanzierung der Staaten durch die EZB, ob das dann so dramatisch wäre. Ich glaube, dass da viele, wenn man sich tiefer mit diesem Gedanken beschäftigt, zu einer wesentlich positiveren Einschätzung kommt, dass eine Finanzierung der Staaten durch die EZB durchaus seinen Charme hat. Denn mit welcher Begründung dürfen denn die privaten Banken diese Kredite an die Staaten vergeben, bekommen dafür Zinsen, legen sie am Ende bei der EZB an, die EZB haftet dann doch wieder dafür, weil es bei ihnen in den Büchern liegt und stellt dann wieder Liquidität den Banken zur Verfügung und die Banken verdienen am Ende die Zinsen. Warum machen wir es nicht genau umgekehrt? Warum überlassen wir nicht der EZB komplett die Finanzierung der Staaten? Die Staaten dürfen sich nur noch bei der EZB verschulden. Die Zinsen, die dafür dann gezahlt werden, bleiben bei der EZB. Und da die EZB den Staaten gehört, wird es also wieder an die Staaten ausgeschüttet, entsprechend ihres Schlüssels. Das heißt, der Bürger zahlt am Ende gar keine Staatszinsen mehr, die bleiben ihm erhalten und landen nicht in den Töpfen der privaten Banken. Dürfte durchaus ein interessanter Gedanke werden. Darüber hinaus darf die EZB natürlich, und das ist der wichtige Punkt, es darf hier nicht eine Beliebigkeit sein, dass die Politik beliebig Geld bei der EZB aufnehmen kann. Vielleicht sollte man sogar an den Punkt kommen zu sagen, die Staaten müssen mit dem Geld auskommen, was sie über ihre Steuern einnehmen. Darüber hinaus stellt die Zentralbank dem Staat kostenlos Geld zur Verfügung, jedes Jahr entsprechend der Wirtschaftssteigerung. Die Wirtschaft wächst um 3%, man braucht 3% mehr Geld und im Laufe des Jahres wird entsprechendes Geld an die Regierung kostenlos zur Verfügung gestellt. Nicht, was die Regierung abfordert, sondern was die EZB als wirtschaftlich sinnvoll erachtet. Und mit diesem Geld zusätzlich zu ihren Steuereinnahmen muss die Regierung klarkommen. Und wenn ihr das nicht reicht, muss sie eben sparen, muss sie eben ihre Strukturen ändern. Aber sie hat keine Möglichkeit mehr, sich beliebig irgendwo zu verschulden. Das heißt, am Ende haben die Bürger keine Staatsschulden mehr. Vielleicht ein ganz interessanter Gedanke. Und von daher sollte man die Verschuldung oder die Finanzierung der Staaten durch die EZB durchaus mit einem offenen Auge betrachten. Wenn es richtig gemacht ist, kann das durchaus ein interessantes Thema sein. Das Ganze läuft dann unter dem Thema Vollgeldsystem, nur mal so als Einstiegsgedanke für den, der sich damit tiefer beschäftigen möchte. Was Europa dringend braucht, sind auch keine Sparpakete, um diese Krise zu verschärfen. Was wir brauchen, sind Strukturpakete. Wir brauchen dringend Reformen der Arbeitsmärkte in Italien und Spanien. Aber das heißt nicht, dass man gleichzeitig in diese Krise hinein sparen muss. Es war ja auch unter Schröder, man kann zu seiner Agenda 2010 stehen, wie man will, aber Schröder hat ganz klar gesagt, ich mache hier einen radikalen Umbau unserer Strukturen, damit Deutschland nicht mehr der kranke Mann Europas ist, damit wir wettbewerbsfähiger werden. Aber ich kann nicht gleichzeitig in diese Entwicklung hinein auch noch sparen. Deshalb bin ich bereit, einen blauen Brief aus Brüssel zu akzeptieren, weil entweder Reform oder Sparen, beides zusammen, führt in die Katastrophe. Mache ich nicht. Ich entscheide mich für die Reformen. Jetzt empfehlen wir aber und zwingen unsere Nachbarn, Reformen plus Sparpakete zu machen und den Hauptaugenmerk auf die Sparpakete zu legen. Die Reformen, die sind nur am Rande gesprochen. Wenn wir also darüber reden, dass Spanien, Italien und so weiter sparen müssen, vergessen Sie es, die müssen jetzt nicht sparen, die müssen Reformen machen. Das ja, da muss der Augenmerk drauf liegen. Dazu muss man sie auch gerne auch mit ein bisschen Vehemenz unterstützen, aber nicht in diese Krise hineinzusparen. Das ist die falsche Lösung. Die Wettbewerbsfähigkeit steigern ist das Zauberwort ohnehin in Europa. Aber wie soll denn bitte Spanien, Griechenland, Italien ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern gegenüber Deutschland? Die Währung ist für diese Länder viel zu hoch und Wettbewerbssteigerung bedeutet gegenüber Deutschland. Aber wenn unsere Unternehmen merken, dass die Spanier aufholen, dann werden auch deutsche Unternehmen wieder ihre Anstrengungen erhöhen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Also es ist ein Lauf Hase gegen Igel, den die Südländer nicht gewinnen können, nicht innerhalb des Euros. Und hier muss man sich die Frage stellen, und die muss man sich erlauben zu diskutieren, ob es denn wirklich nicht besser wäre, dass Europa eng zusammenwächst, aber mit unterschiedlichen Währungen. Und da, wir reden immer davon, dass das katastrophale Auswirkungen haben wird. Aber wie sehen die genau aus? Sind sie wirklich so katastrophal, wie wir das immer behaupten? Auch ich immer wieder sage, dass wir große Konsequenzen haben zwischen 500 Milliarden und 2 Billionen für Deutschland. Aber wie belastbar ist das, wirklich mal durchzurechnen, was sind wirklich die Konsequenzen, was steht auf der anderen Seite, auf der Habenseite, welche Vorteile bringt es denn,
Hier erlauben wir uns keine offene Diskussion und die sollten wir vielleicht zumindest mal führen, damit wir wissen, was wirklich auf uns zukommt bei einer Auflösung des Euro und ob das für ein Zusammenwachsen Europas, was natürlich notwendig ist und was ich sehr, sehr befürworte, nicht vielleicht der bessere Weg ohnehin wäre, aber da eine offene Diskussion ohne Scheuklappen, das wäre wünschenswert. Das geht übrigens nicht nur für den Vulkanausbruch, für die Asche seiner Zeit, sondern auch für die Wirtschaftskrise, die ja in Island so früh zugeschlagen hat wie kaum in einem anderen Land in 2008. Und Sie erinnern sich damals die Pleite der Banken und die Krise um Island und wie sah es da schlimm aus. Inzwischen Island wieder auf dem Wachstumspfad, deutlich nach oben, wird wahrscheinlich 2013 sogar einen ausgeglichenen Haushalt darstellen und die Wirtschaft wächst, es läuft in Island ausgezeichnet gut. Es kam damals zu einer Abwertung der isländischen Krone um bis zu 70%, das hat denen deutlich geholfen, da träumen die Griechen auch von. Dazu hat man deutliche Maßnahmen ergriffen, was Sparen angeht seitens der Regierung. Man hat Reformen umgesetzt und vor allem man hat sich die Banken vom Hals geschaffen. Man hat die Banken verstaatlicht und dann pleite gehen lassen und eben nicht den Bürgern die Lasten der verzockten Banken aufgebrummt, sondern hat das die Anteilseigner der Banken stemmen lassen. Da gab es international seinerzeit einen großen Aufriss drüber und große Aufregung, dass man das gemacht hat. Aber Island jetzt wieder auf einem guten Weg.